Als Hölderlin 1798 nach Homburg kommt, erkennt er, dass er zum Dichter bestimmt ist und diese Bestimmung seine alles dominierende Leidenschaft ist. In dem Brief an die Mutter vom Januar 1799 wird dies sehr deutlich. Ich stimme ganz mit darin überein, liebste Mutter, dass es gut für mich sein wird, wenn ich künftig das anspruchsloseste Amt, das es für mich geben kann, mir zu eigen machen suche. Vorzüglich auch darum, weil nun einmal die vielleicht unglückliche Neigung zur Poesie, der ich von Jugend auf mit redlichem Bemühen durch sogenannte gründlichere Beschäftigungen immer entgegenstrebte, noch immer in mir ist und nach allen Erfahrungen, die ich an mir selber gemacht habe, in mir immer bleiben wird, solange ich lebe. Von nun an will Hölderlin also ausschließlich Dichter sein. In Homburg macht Hölderlin das Dichten zum Beruf. Einen Beruf, den es Ende des 18. Jahrhunderts kaum gibt. Es ist also ein Wagnis. Und Hölderlin setzt sich ihm voll aus. Zumindest solange sein Geldvorrat reicht, will er es versuchen. Im ersten Homburger Aufenthalt ist Hölderlin extrem produktiv. Er stellt den zweiten Teil seines Hyperion-Romans fertig und bringt ihn zur Veröffentlichung. Die Prinzessin Auguste von Hessen-Homburg erhält ein signiertes Exemplar von Hölderlin. Den ersten Teil seines einzigen Romans hat er bereits während seiner Hauslehrerstellen im thüringischen Waltershausen und in Frankfurt am Main verfasst. Er arbeitet außerdem an dem Trauerspiel Der Tod des Empedokles, das allerdings nie vollendet wird. Ferner entstehen zahlreiche Gedichte. Oft handeln die Verse von der Natur, die Hölderlin umgibt. In einem Brief an die Schwester im Februar-März 1799 beschreibt Hölderlin die Umgebung seines Wohnorts in Homburg. Sonst machen die seltenen Schönheiten der hiesigen Gegend mein einzig Vergnügen. Das Städtchen liegt am Gebirg und Wälder und geschmackvolle Anlagen liegen ringsherum. Ich wohne gegen das Feld hinaus. Habe Gärten vor dem Fenster und einen Hügel mit Eichbäumen und kaum ein paar Schritte in ein schönes Wiestal. Da gehe ich dann hinaus, wenn ich von meiner Arbeit müde bin, steige auf den Hügel und setze mich in die Sonne und sehe über Frankfurt in die weiten Fernen hinaus. Und diese unschuldigen Augenblicke geben mir dann wieder Mut und Kraft zu leben und zu schaffen. In dem Gedicht »Wohl geh ich täglich« nimmt Hölderlin diese Landschaftsbeschreibung unmittelbar auf. Wohl geh ich täglich andere Pfade, bald ins grüne Laub im Walde, zur Quelle bald, zum Felsen, wo die Rosen blühen, blicke vom Hügel ins Land herab. Doch nirgend, du Holde, nirgend finde ich im Lichte dich. Nirgend finde ich im Lichte dich. Auch über die ihn umgebenden Eichbäume verfasst er ein Gedicht. Im Gedicht »Der Wanderer« beschreibt er den Taunus. Aber lächelnd und ernst ruht droben der Alte, der Taunus. Und mit Eichen bekränzt neiget der Freie seine Haupt. Und noch eins ist sehr auffällig.
Die Gedichte sind häufig in einem melancholischen Ton verfasst. Sie handeln von Sehnsucht, Liebe, Trauer und Abschied. Und das aus gutem Grund, denn Hölderlin muss seine große Liebe, Suzette Gontard, in Frankfurt am Main verlassen. Aber die Liebe ist 1798 noch nicht erloschen. Im Gegenteil, noch 2 Jahre stehen Hölderlin und Suzette Gontard in engem Austausch. Daher der im Brief an die Schwester beschriebene sehnsuchtsvolle Blick nach Frankfurt. Die Verbindung zu Suzette Gontard hat großen Einfluss auf Hölderlins Dichtung. Zu jedem Treffen, die jeweils am ersten Donnerstag oder Freitag eines Monats von Oktober 1798 bis Mai 1800 stattfinden, bringt Hölderlin Suzette ein fertiges Gedicht mit. Die heimlichen Treffen zehren aber auch an den Nerven des Paars. Hölderlin muss ungefähr 3 Stunden laufen, um in Frankfurt entweder am Anwesen der Gontars am Haus Weißer Hirsch oder an der Sommerresidenz, dem Adler Flüchthof, zu sein. Noch heute kann man den Spuren Hölderlins vom Sinclair-Haus aus auf dem 22 Kilometer langen Hölderlin-Pfad von Bad Homburg nach Frankfurt oder umgekehrt folgen. Schließlich aber müssen beide erkennen, dass ihre Verbindung keine Zukunft hat. Hölderlins Gesundheit ist nicht immer stabil. Auch der erhoffte Erfolg als Schriftsteller stellt sich nicht ein. Um sich ein regelmäßiges Einkommen zu sichern, will er deshalb ein literarisches Journal mit dem Namen Iduna herausgeben. Am 4. Januar 1799 schreibt er dazu an seinen ehemaligen Kommilitonen Christian Ludwig Neufer. Ich habe im Sinn, eine poetische Monatszeitschrift herauszugeben. Das Journal wird wenigstens zur Hälfte wirkliche, ausübende Poesie enthalten. Die übrigen Aufsätze werden in die Geschichte und Beurteilung der Kunst einschlagen. Die ersten Stücke werden von mir enthalten, ein Trauerspiel, den Tod des Empedokles, mit dem ich bis auf den letzten Akt fertig bin, und Gedichte, lyrische und elegische. Die übrigen Aufsätze werden enthalten, charakteristische Züge aus dem Leben alter und neuer Dichter, die Umstände, unter denen sie erwuchsen, vorzüglich den eigentümlichen Kunstcharakter eines jeden. Hölderlin bittet seinen Freund Neufer, sich beim Verleger Steinkopf in Stuttgart für das Zeitschriftenprojekt einzusetzen. Hölderlin will jeden Monat ein Stück 4 Bogen, nicht sehr eng gedruckt, in Oktavform herausgeben. Am 18. Juni 1799 berichtet er der Mutter, Steinkopf sei an dem Projekt interessiert und habe ihn nach den Konditionen gefragt. Hölderlin will 500 Gulden pro Jahr vorschlagen und erhofft sich so, auf einige Zeit seine Existenz auf eine honette Art zu sichern. Am 5. Juli 1799 schreibt Hölderlin Schiller an und bittet ihn, einige Beiträge für das Journal zu liefern, da Steinkopf Autoren mit Autorität verlangt. Doch Schillers eigenes Zeitschriftenprojekt Die Horen ist zu dieser Zeit schon gescheitert. Schiller rät deshalb von dem ganzen Projekt ab. Nicht nur Steinkopf will jetzt nichts mehr von dem Journal wissen, auch Hölderlin selbst kommen große Zweifel. Der Mutter schreibt er am 8. Oktober 1799: Jetzt kann ich Ihnen aber nur so viel Gewisses sagen, dass ich endlich mit meinem Buchhändler über das Journal im Reinen bin. Indessen habe ich die eigentliche Herausgabe und ganze Besorgung des Journals auf Schillers Anraten abgelehnt. Weil mir die Korrespondenz mit anderen, die am Journale arbeiten, zu viel Zeit hinwegnehmen würde, als dass ich das, was ich eigentlich schreiben möchte, mit gehöriger Ruhe und Aufmerksamkeit betreiben könnte. Der Mutter teilt er ferner mit, dass er stattdessen Schiller um Vermittlung einer Stelle gebeten hat.
Weil aber die Einnahme, die ich jetzt für die Beiträge zum Journale habe, doch wohl nicht ganz hinreicht zu einer gesunden Lebensart, so habe ich Schiller auf seine eigene Veranlassung geschrieben, dass er mir in seiner Nähe, wenn es möglich, irgendeinen kleinen Posten verschaffen möchte, der mich nicht ganz beschäftigte und noch ein kleines Einkommen zu meinen schriftstellerischen Erwerbnissen mir zugibt. Ich erwarte alle Tage Antwort. Aber Schiller antwortet nicht. Am 8. Mai 1800 kommt es daher zu einem letzten Treffen mit Suzette. Ende Mai 1800 ist es dann soweit. Hölderlins finanzielle Rücklagen sind aufgebraucht. Er muss ins elterliche Haus nach Württemberg zurückkehren. Sein Ziel, das Dichten zum Beruf zu machen, ist gescheitert. Auch nach dem ersten Homburger Aufenthalt gelingt es Hölderlin nicht, sich als Dichter zu etablieren. Nach zahlreichen weiteren Hauslehrerstellen kommt er im Juni 1804 erneut auf Einladung von Isaac von Sinclair nach Homburg vor der Höhe. Er lebt zunächst in der Dorotheenstraße. Doch die Hoffnung, an die Schaffenskraft des ersten Homburger Aufenthalts anzuknüpfen, erlischt bald. Hölderlin ist durch zahlreiche Misserfolge und Rückschläge entkräftet und geistig zerrüttet. Auch der Tod von Suzette Gontard am 27. Juni 1802 hatte ihn zusätzlich aus der Fassung gebracht. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich im zweiten Homburger Aufenthalt so sehr, dass Sinclair Hölderlins Mutter bittet, ihn abholen zu lassen. Am 11. September 1806 ist es dann soweit. Hölderlin wird in Homburg zwangsweise in eine Kutsche gesetzt. Er wird allerdings nicht ins mütterliche Elternhaus, sondern in eine Psychiatrie, die sogenannte Autenriedsche Klinik, nach Tübingen verbracht. Dort wird er nach einer 7-monatigen Behandlung als unheilbar entlassen. Er verbringt dann geistig umnachtet weitere 33 Jahre bei der Familie Zimmer im Tübinger Turm, bis er im Alter von 73 Jahren am 7. Juni 1843 in Tübingen stirbt. Auch wenn Hölderlin zu Lebzeiten kein Erfolg beschieden war, so haben ihn die Menschen nicht vergessen. In Bad Homburg hat der Dichter tiefe Spuren hinterlassen. Seit 1856, als der damalige erste Stadtbibliothekar und Gründer des Stadtarchivs Johann Georg Hamel Nachforschungen über Hölderlins Homburg-Aufenthalte anstellte, hat sich eine unvergleichliche Erinnerungskultur entwickelt. Bereits 1857 übermittelt auf Bitte von Hamel der Neffe Hölderlins, Friedrich von Bräunlin, umfangreiches Handschriftenmaterial aus dem Nachlass Hölderlins nach Homburg. Hieraus entsteht die wertvollste Gedichtmanuskriptsammlung Hölderlins, das sogenannte Homburger Folioheft. 1870 beschließt der erste Homburger Leseverein, für Hölderlin ein Denkmal zu errichten. 1883 erfolgt die Grundsteinlegung. 1934 wird das von Baumeister Louis Jacobi geschaffene Denkmal an seinen heutigen Platz im Kurpark versetzt. Mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis, einem hochkarätigen Literaturpreis für Autorinnen und Autoren deutscher Sprache, hält die Stadt Bad Homburg seit 1983 zusätzlich das Andenken an den Dichter in der Kurstadt wach. Damit erfüllt Bad Homburg eine viel zitierte Gedichtpassage Hölderlins mit Leben. Denn wie dichtete Hölderlin schon in seinem Gedicht Andenken? Was bleibet aber, stiften die Dichter.